Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe zum Thema genetischer oder anerzogener Stoffwechsel. Im Grunde genommen gibt es natürlich schon verschiedene Arten des Stoffwechsels. Das heißt, dass natürlich jeder einer gewissen Stoffwechselgrundfunktion unterliegt. Und da ist natürlich einmal ein Anteil natürlich genetisch bedingt. Das heißt, eure Vorfahren, Mama, Papa und noch ein paar davor, diese Summe der Gene ergeben euren Stoffwechsel. Es gibt Menschen, die verbrauchen eben pro Zeiteinheit weniger Energie, und es gibt Menschen, die brauchen viel Energie, und es gibt Menschen, die brauchen mittelmäßig Energie. Je nachdem, wo man eben angesiedelt ist, hat man natürlich auch eben entsprechend Rücksicht zu nehmen. Es gibt Menschen, die müssen sehr viel essen, weil sie natürlich einfach bedingt von Natur aus viel mehr Energie verarbeiten. Die haben eine bessere Thermogenese, die verarbeiten die Energie besser als Wärme. Und es gibt natürlich auch Menschen, die haben einen genetischen Stoffwechsel in Kombination mit einem anerzogenen Stoffwechsel. Was ist ein anerzogener Stoffwechsel? Ganz einfach. Es gibt Menschen, die natürlich über Jahre hinweg, teilweise über Jahrzehnte hinweg, ein völlig falsches Essverhalten aufweisen, die zum Beispiel nie frühstücken, die auch in der Regel relativ wenig zu Mittag essen und dann abends mehr essen oder viel essen. Es gibt Frauen, die natürlich über Jahre hinweg eben durch einen Schlankheitswahn extrem wenig essen, zum Teil natürlich weit unterkalorisch arbeiten, und die weisen natürlich nicht nur einen genetischen Stoffwechsel auf, den sie von Natur aus haben, sondern einen sogenannten antrainierten, anerzogenen Stoffwechsel. Deswegen ist auch oft diese Formeln, wie ein Mensch berechnen würde, wie viel Energie er tatsächlich braucht, ist eine ganz einfach eine pauschale Aussage, die nicht unbedingt zu jeder Person passen muss. Es gibt natürlich auch so diese Messgeräte, wo man messen kann, wie viel Energie der Mensch tatsächlich verbraucht. Die werden dann tagelang angelegt und wird gemessen, wie viel Energie die tatsächlich verbrauchen. Und da muss ich ganz klar sagen, bei 90% aller, die es ausprobiert haben, funktioniert es nicht. Wird es auch nicht funktionieren, ganz einfach, weil natürlich ein Parameter, genetischer Stoffwechsel, anerzogener Stoffwechsel, so diese Dinge, die werden hier bei solch einer Formel nicht berechnet. Wird zwar dann umschrieben, dass es alles wunderbar funktioniert und dass das also tatsächlich auch berechnet wird, das kann dieses Gerät nicht berechnen, es ist unmöglich. Ich habe Menschen gehabt, die haben sich danach ernährt und haben sich gewundert, dass sie eigentlich eine Reduktion machen wollen, weil das Gerät einen gewissen Wert ausgespuckt hat. Die haben eben dann das Teil ernst genommen, wundern sich nach 4-5 Wochen, anstatt sie abgenommen, haben sie 3 Kilo mehr zugenommen, haben da davon einen riesen Anteil Fett zugenommen, weil das Gerät zu ihnen gesagt hat, obwohl sie den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen sind, dass sie 3500 Kalorien benötigen. Deswegen sind solche Dinge manchmal eben recht nett zu lesen, recht nett anzuschauen, auch recht nett, um vielleicht sein Gewissen zu beruhigen, um zu denken, ja, na, jetzt weiß ich was, was ich tatsächlich brauche, aber oftmals machen diese technischen Voraussetzungen relativ wenig Sinn. Manchmal ist einfach gut, wenn man ein bisschen seinen gesunden Menschenverstand einsetzt und sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, was wäre eigentlich gut, wie sollte ich mich ernähren, auf was soll ich Rücksicht nehmen. Deswegen diese ganzen Formeln, was es da gibt, die können ein ganz guter Anhaltswert sein, wenn ich natürlich noch gewisse andere Parameter berücksichtige. Und wenn ich das selbst nicht kann, dann sollte ich halt mal eben auch vielleicht eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen, mir einfach mal einen Weg zeigen lassen. Und da ist natürlich auch ganz klar so, ein Ernährungsberater, ein Personal Trainer, der gibt in der Regel auch erstmal so eine Linie vor, wo man sich überhaupt aufhalten sollte, was man essen sollte, welche Mengen ungefähr man essen sollte. Und dann im Laufe der Zeit kann man das natürlich noch feinjustieren, wenn die Zusammenarbeit mit dem Kunden gut klappt, wenn man dann gutes Feedback bekommt, wenn man dann eigentlich auch Unterlagen bekommt, wie eine Verlaufskontrolle, wie man dann eigentlich auch Werte von ihm bekommt, Umfangsmessungen, vielleicht auch eine medizinische Körperfettmessung. Und dann kann man natürlich die Parameter immer feiner abstimmen. Wenn dazu der Kunde noch in der Lage ist natürlich, oder der Willige in der Lage ist natürlich auch ein bisschen auf seinen Körper zu achten, ein bisschen auf seinen Körper, ein bisschen an sich zu reflektieren, was da alles passiert, dann kann man nach einer gewissen Zeit wirklich eine recht gute Berechnung darstellen, und derjenige kann dann natürlich eben bedingt dadurch, dass er die Parameter hat, seine Ernährung nach oben, nach unten anpassen, je nachdem, was er natürlich vorhat. Der kann natürlich dann sagen, okay, jetzt bin ich wieder in der Aufbauphase, die nächsten 6 Monate möchte ich aufbauen, weil es mein Wunsch ist, einfach mehr Muskelmasse zu haben, also passe ich mein Ernährungsverhalten dem Aufbau an. Dann habe ich natürlich wieder eben irgendwann den Punkt erreicht, wo ich sage, naja, ich habe mich jetzt ein bisschen leicht überkalorisch verhalten müssen und somit habe ich natürlich auch ein bisschen passive Masse angesetzt, die gefällt mir jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich wieder in die Reduktionsphase und baue dann meine Ernährung wieder Richtung Reduktionsphase um. Und schon funktioniert das Ganze.
Aus diesen Gründen ganz wichtig, eine Formel ist recht und schön, aber eine Formel berechnet in der Regel einen Pauschalmenschen. Und Pauschalmenschen sind die allerwenigsten. Genau aus diesen Gründen wünsche ich euch bei eurem Vorhaben, ich passe mein Ernährungsverhalten an, ich versuche mein Trainingsziel zu erreichen. Alles Gute und wenn es nicht klappen sollte, kenne ich hier jemanden, der kann euch weiterhelfen. Andreas Riembacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema genetischer Stoffwechsel, anerzogener Stoffwechsel, erlernter Stoffwechsel.